Im Kunstmuseum Ahrenshoop wurde am 16. März die diesjährige Landeskunstschau des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Unter dem Titel Luftlinie werden rund 60 Werke der Gegenwartskunst gezeigt. Erstmals konnten sich nicht nur einheimische Künstler bewerben, sondern auch Künstler aus dem gesamten Ostseeraum. 20 Werke sind im Kunstmuseum selbst ausgestellt, die anderen in 5 weiteren Häusern in Ahrenshoop. In diesem Jahr ist hier in Ahrenshoop was ganz Besonderes gelungen, weil man nicht nur an einem Ort ist, der ja von vornherein mit Kunst sehr eng verbunden ist durch die Tradition der Künstlerkolonie, sondern man hat sich Gäste eingeladen aus anderen Ostseeländern, Partner aus dortigen Künstlerbünden. Und mit dem Titel Luftlinien einfach nochmal wunderbar deutlich gemacht, dass Mecklenburg-Vorpommern Nachbar ist von Ländern wie Schweden, Dänemark, Estland, Litauen. Also eine wunderbare Beziehung über die Ostsee hinweg. Die Ostsee ist keine Grenze, sondern sie verbindet uns mit vielen anderen Ländern. In den Ausstellungsräumen des Museums werden Werke von Britta Mattis, Wilfried Schröder, Anneliese Schöffbeck, Ute Gallmeister, Wilko Hensch und anderen gezeigt. Das Raumnetz von Hubertus von Goltz, Above and Beyond von der dänischen Künstlerin Charlotte Troldal. Es gibt viele Möglichkeiten, das Thema Luftlinie umzusetzen. Der polnische Künstler Wojciech Beszczerda präsentiert einen 9-teiligen Druck auf Spiegel. Es ist eine Arbeit, die Luftlinie insofern aufgreift, als dass wir Lichtreflexion dort haben. Wir sehen also aus dem Vogelflug, aus der Luft heraus, auf eine Wasseroberfläche. Der hat hier auf den Spiegel eine Fotografie angebracht und an manchen Stellen den Spiegel offen gelassen, sodass tatsächlich Reflexionen entstehen. Das heißt, wenn man da drum herum läuft, entsteht eine wunderbare Bewegung und man hat den Eindruck, man schaut auf echtes Wasser. Die Landeskunstschau steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und wird jährlich von einem anderen Ort ausgerichtet. Rund 100 Künstler hatten sich für die Schau beworben. Die Bewerbungen waren wie gesagt anonym, das heißt, es gab einen separaten Briefumschlag quasi oder eine separate Mail, wo man nachweisen musste, dass man professionell arbeitender Künstler ist und in einem Verband organisiert ist. Und ansonsten waren die Bewerbungen mit den Ideen anonym und die Jury hat tatsächlich nur ausgewählt nach der Qualität der Arbeiten. Nicht nach. Und es ist wunderbar, dass so viele Künstler auch jetzt aus den anderen Ländern genommen worden sind. Die Kunstschau des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern in Ahrenshoop läuft noch bis zum 29. April. Das Land unterstützt die Projekte des Künstlerbundes in diesem Jahr mit Kulturfördermitteln in Höhe von insgesamt 110.000 Euro.